Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schüssler TV. So, was haben wir heute auf dem Programm? Heute geht es um den Fersensporn. Was ist das, ein Fersensporn? Ein Fersensporn sind Kalkablagerungen am Fuß, und zwar an der Ferse. So, und dann entsteht da so eine Spitze hinten am Fuß. Und das stört natürlich im Schuh, denn der Schuh drückt da drauf. Und das ist schmerzhaft, also unangenehm. Fersensporn ist nicht gefährlich, aber unangenehm. So, schulmedizinisch kann man hergehen, man nimmt das Skalpell und schneidet ja, das Kalkgebilde heraus. Und ja, wir hoffen, dass es dann gut ist. Man kann aber auch etwas mit den Schüsslersalzen machen. Und das habe ich getan. Ich hatte vor einiger Zeit eine Patientin mittleren Alters, die hatte eben einen Fersensporn und fragte mich, ob man da etwas tun könnte. Und ich sagte, das können wir mal versuchen. Und das habe ich dann auch getan. Das Salz der Wahl bei Fersensporn ist natürlich die Nummer 1. Das Calciumfluoratum in der D12. Und da gibt es zwei Möglichkeiten zunächst. Nämlich einmal kann ich die Nummer 12 einnehmen mit Tabletten, so 3x2 Tabletten am Tag. Aber ich kann auch die Salbe Nummer 12 nehmen und den Fersensporn direkt damit einreiben. Und wenn ich es ganz gut machen will, kann ich auch beides tun. Und dann dauert das einige Zeit, bis die Nummer 12 die Kalkablagerung aufgelöst hat und der Körper es ausgeschieden. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit und die habe ich genutzt. Und zwar in meiner Praxis habe ich ein Ultraschallgerät. Ich zeige Ihnen das mal eben. So sieht dieses Gerät aus. Ein Ultraschallgerät, das erzeugt Ultraschallwellen. Jetzt nicht zur Untersuchung, wie wir das von ärztlichen Untersuchungen her kennen, um innere Organe abzubilden und da Veränderungen festzustellen, sondern das dient ausschließlich der Behandlung. Nämlich diese Ultraschallwellen sind nämlich in der Lage, die Poren weiter zu öffnen und mit den Schwingungen, die sie erzeugen, Arzneistoffe, hier in unserem Fall eben das Calciumfluoratum, in die Haut einzubringen. Das ist also sozusagen die sanfte Form einer Injektion. Nun gut, auch nicht ganz so effektiv, aber es hilft durchaus. Und das habe ich angewandt und möchte das mal kurz vorführen. Zunächst brauchen wir beim Ultraschall ein Gel und hier auf die Sonde. Hier ist die Sonde, hier ist das Gel und da gebe ich jetzt hier das Gel auf die Sonde und muss jetzt die Stelle, also den Fersensporn in diesem Fall, das da drauf bringen, damit das dann da einziehen kann. So, dazu muss ich jetzt die Kamera etwas umbauen, damit ich hier auf den Fuß komme. So, ja. Das ist nicht ganz so toll zu sehen, aber ich glaube, es kann deutlich werden. Also, wenn ich jetzt hier diesen Fersensporn hätte, dann würde ich da jetzt das Gerät, die Intensität einstellen und dann eine Zeit so von etwa von 10 Minuten und würde dann hier mit der Sonde immer darüber gehen. So. Ich will das jetzt nicht die ganzen 10 Minuten machen, weil das wäre dann doch für Sie etwas zu langweilig. So, das soweit reicht das hier für die Demonstration. So, jetzt muss ich hier wieder aus dem Keller rauskommen. Jawohl, das haben wir geschafft. Und ja, das habe ich also bei der Patientin mehrere Male gemacht, so 5 oder 7 Mal. Und und dann waren wir beide erstaunt und erfreut, dass der Fersensporn weggegangen ist. So. Das soweit also zum Fersensporn, zu den Schüsslersalzen mit der Nummer 1
Calciumfluoratum oder auch das Gel angewandt in Verbindung mit Ultraschall. Ja. Also, wer einen Fersensporn hat, weiß jetzt, was zu tun ist. Wer dazu noch Fragen hat, der darf mir gerne eine E-Mail schreiben, hier an die bekannte Adresse uwe.siebler@naturheilpraxis-siebler.de. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und am besten ohne Fersensporn.